Yo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und ja, es ist wieder Vlog-Time. Diesmal aus einer anderen Position, also was heißt anderen Position, anderer Heimat. Diesmal ist es nicht mit Mila, wir haben eh mit Mila ein bisschen aufgenommen, aber ich muss sagen, mit Mila lief es nicht ganz so gut, denn war nicht, natürlich nicht wegen Mila. Mila kann ich ein paar Ausschnitte hier zeigen, hier mega süß. Wir sind im Heimat der Vlogs, wir sind natürlich mit der Mila unterwegs. Mila, du Kleine, na? Mila ist schon ziemlich groß geworden. Bei euch sieht es vielleicht ein bisschen kleiner aus, als es ist, aber ich meine, ich bin schon relativ groß. Und die kleine Mila, komm, die ist schon ein kleiner Bär geworden, ein kleiner Teddybär. Aber wo das eher das Problem lag, das war der Wind. Der Wind und es, was heißt es stimmt, es ist, guckt euch mal das geile Wetter an. Wir sind jetzt hier so, ja, irgendwo so, wie soll man sagen, unter zwei Brücken. Naja, zwischen zwei Brücken, sagen wir zwischen zwei Brücken. Hier haben wir Brücke Nummer 1, da haben wir Brücke Nummer 2, Bahngleisen, alles hier, mega geiles Terrain. Guck mal, diese geile lehmige Wand hier hinter mir, Bad, sieht schon geil aus, oder? Sieht schon geil aus da oben. Naja, das ist wie so eine kleine Einbuchtung, auf jeden Fall mega geil. Und ja, wir machen hier einen kleinen Vlog, der eben, werde ich wahrscheinlich löschen, weil, was willst du machen? Der Sound, wenn der Sound nicht mitspielt, nachsynchronisieren kannst du das ja schlecht. Um was geht es, Leute? A. Inaktivität auf YouTube bzw. Twitch. B. Gamescom. C. Was haben wir noch? Guck mal, denken wir uns gleich aus. Fangen wir an. Inaktivität auf YouTube bzw. Inaktivität oder Aktivität auf im Stream. Wir waren jetzt einen Monat lang inaktiv auf beiden Sachen. Auf YouTube sind wir sogar schon fast zwei Monate mehr oder weniger inaktiv. Ich lade ab und zu mal nur noch ein Infovideo hoch, wenn ihr streamt oder so. Woher kommt das, Leute? Ihr wisst, YouTube ist für mich ein Hobby. Das ist nicht mein Beruf. Ich mache das aus Spaß, wenn die Zeit da ist. Wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich das nicht machen. Das war jetzt im letzten Monat so, da war meine Freundin zu Besuch und ja, Real Life geht vor, Leute. Real Life geht vor, Arbeit, Studium, Freundin, Freunde. Nehmt euch ein Beispiel. Nehmt euch ein Beispiel. Das ist nämlich wichtig. Ihr habt eure eigene Zukunft in der Hand. Und das ist auch bei mir. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ich werde streamen. Wie viel, weiß ich nicht. Ich versuche sehr viel zu streamen. Ja, ich sag mal, ich investiere fast meine ganze Freizeit schon in den Stream rein. Ich würde auch gerne mehr YouTube machen. Ich würde, ehrlich gesagt, lieben, ich gucke mal, ob ein Zug mal zwischendurch kommt. Ich würde liebend gerne sehr viel YouTube machen, geht aber einfach nicht. Ich habe einfach kein Spiel, was mich festigt, dass ich das durchgehend spielen kann und das mir sehr viel Spaß macht und was für YouTube tauglich ist. Ich spiele sehr viel CS im Stream, macht mir sehr viel Spaß, auch sehr viel privat außerhalb des Streams, mit Zuschauern, ohne Zuschauern. Ich spiele sehr viel League of Legends mit Zuschauern im Stream, auch ohne Stream. Ich liebe League of Legends, also was heißt ich liebe, ne? Ihr wisst, ich hasse die Leute in League of Legends, also die Community. Aber ich liebe League of Legends, weil da ist diese Competition da, man will was erreichen. Aber ich finde, beide Spiele sind nicht gut für YouTube, außer man hat jetzt Edit-Skills wie Bibernato oder Hand of Blood oder was auch immer. Soll ich dann ein 40-Minuten-Video hochladen? Wer wird sich das angucken? Der schläft dir ein. Aber im Stream kann man es halt machen, da könnt ihr stetige Verbesserungen sehen, ihr könnt Fragen stellen. Wir werden zusammen, wir werden gemeinsam besser, genauso wie CSGO. Wir haben angefangen, wir waren alle Silber, jetzt sind wir, alle Zuschauer sind schon DMG und, oder fast alle, nicht alle, ein paar sind Global Elite, die haben mich überholt, die sind alle 100-mal besser als ich, aber und? Wir machen es, weil wir gemeinsam stärker werden. Seid mit dabei bei den Streams. Ich werde heute streamen, ich werde morgen streamen, morgen machen wir sogar so einen kleinen Saufstream, wenn wir ein bisschen zusammen trinken und alles mögliche. Seid natürlich herzlich eingeladen, natürlich ab 18 und ja, ne, ihr dürft Alkohol verzehren. Aber das zum Thema Inaktivität und Aktivität, also Stream geht zurzeit für mich vor. YouTube, ich weiß auch nicht, YouTube hat sich für mich in den letzten Jahren, oder was heißt im letzten Jahr, extrem negativ gewendet. Sehr viele YouTuber oder fast alle YouTuber sind nur noch geldgeil geworden, machen das nur noch. Man merkt ihnen einfach an, dass sie gar keinen Bock drauf haben, dass sie das einfach nur noch machen, weil die Geld wollen. Die machen das mit einem aufgesetzten Gesicht. Die machen genauso mit den ganzen Werbehuren. Man kann natürlich Werbung machen, wenn man dahinter steht, aber ganz ehrlich, wie viel Prozent der YouTuber stehen hinter der Werbung? 2%, 1%, wenn überhaupt. Wenn wieder ein gutes Spiel kommt, jetzt die letzten Tage, was heißt die letzten Tage, die letzten Wochen, Monate, kamen für mich nur zwei Spiele in Frage, die man auf YouTube bringen könnte, die mir selber Spaß machen. Es bringt ja auch nichts, irgendein Singleplayer-Spiel zu spielen, welches mir keinen Spaß macht, ne? Und dafür haben wir einfach, ja, was haben wir dafür? Dafür
Da würden zwei Spiele in Frage kommen. Erstes Spiel wäre Drag Race, wie heißt das, dieses Auto-Fußball, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ihr wisst, Rocket League, sowas. Ich bin kein Auto-Fan. Also absolut nicht. Ich bin auch kein Auto-Rennspiel-Fan. Deswegen macht mir... Ich hab's mir nicht mal geholt. Ich hab's nicht mal versucht zu spielen, weil ich hab's mir angeguckt bei anderen Leuten. Ich hab's mir bei Summit angeguckt. Es macht mir keinen Spaß. Es mag vielen Spaß machen. Mir wird's keinen Spaß machen. Ich finde mich da auch nicht unterhalten. Und das zweite Spiel wäre Ark. Ark Survival habe ich am Anfang mega gehypt. Hat mir mega Spaß gemacht. Hat sich aber ziemlich schnell auch gewendet, wenn man ins Late Game kommt, weil da einfach nur noch Dino sagen. Das ist nichts mehr mit Sperrfight 1 gegen 1 oder so. Das ist einfach nur, wer den besseren Dino hat. Ist langweilig. Ark hätte ich aber sogar YouTube-Videos gebracht. Ja, was war das Problem? Oder was heißt, was war das Problem? Meine Freundin war zu Besuch und deswegen habe ich einfach einen Monat nichts gemacht. Ich habe, glaube ich, in einem Monat haben wir nur einmal zusammen gestreamt, haben wir mal ein bisschen zusammen uns gegenseitig geschminkt und so ein paar lustige Sachen gemacht. War mega lustig, aber Real Life geht vor. Wenn jetzt ein gutes Spiel rauskommt, werde ich das definitiv auf YouTube rausbringen. Ich habe ja jetzt einen Streaming-PC, heißt, ich kann also Stream und YouTube gleichzeitig machen. Es wird ein Origins-Update demnächst geben, dann werden wir auch nochmal Origins im Stream spielen. Ob das auf YouTube kommt, weiß ich nicht. Je nachdem, wie viel Spaß uns das macht, je nachdem, wie viel Laune das mit sich bringt. Ob gute Momente entstehen. Ich will ja auch nicht 8 Stunden durch den Wald laufen bringen. Ne? Ich schneide das ja schön gut alles zusammen und dann werden wir sehen, ob da was kommt. Sonst von den Spielen her könnte man vielleicht Rust wieder anspielen. Ich habe Rust geschenkt bekommen oder wir haben Rust geschenkt bekommen und er soll wie Ark sein, also genauso mein Ding. Aber zurzeit, ich habe Lust darauf, ich habe natürlich Lust darauf, aber League of Legends steht für mich zurzeit mit an erster Stelle, weil ich bin mega motiviert und das müsst ihr verstehen, Leute. Aber ich bin mir sicher, es wird wieder irgendwann, sobald mich ein Spiel bändigt und festigt und mich einfach festhält, dass ich diese Spielsucht habe, dass ich so mega viel Spaß drin habe und da gute Szenen entstehen und die lustig sind und ich der Meinung bin, okay, das kann ich den Zuschauern zeigen, das ist lustig, dann kommt wieder was auf YouTube. So lange müsst ihr halt einfach im Stream euch verweilen. Ich stream fast jeden Tag. Könnt ihr mal vorbeischauen. So, zweites Thema ist Gamescom. Ist ja schon, glaube ich, in 3 Wochen. Holy shit, 3 Wochen. Wir werden diesmal fast komplett privat sein. Ich habe bis auf 2 alle Termine abgesagt. Das heißt also, Leute, wenn ihr uns seht, quatscht mit uns, redet mit uns, trinkt ein Bierchen mit uns oder ein Apfelschorle, was auch immer. Macht Fotos, keine Ahnung, quatscht. Wir sind komplett privat da, wir sind für euch da. Ich werde da hingehen, nur um verschiedene Leute zu treffen. Also businessmäßig war ich letztes Mal unterwegs, war nicht schön. Also es war sehr viel Gehetze, es war anstrengend. Diesmal gehen wir gechillt. Wir werden 12 Uhr hinfahren, werden 6 Uhr oder so von der Gamescom dann wahrscheinlich weggehen. Also wir wollen ja auch nicht so lang bleiben. Spiele kann man da eh keine sehen. Wir werden Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag da sein. Ich werde mal mittwochs die ganzen Games angucken, vielleicht sogar ein Video machen. Je nachdem. Ja, so ein kleines Überblicksvideo. Mal gucken. Was für euch wichtig ist, wenn ihr uns seht, einfach anquatschen. Habt keine Angst, Leute. Wir beißen nicht. Wir beißen nicht. Doch, vielleicht. Aber Perry steht noch nicht ganz fest, ob er zu Gamescom kann. Wir versuchen das noch zu regeln, Leute. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Gamescom wird natürlich auch nach der Gamescom. Das heißt also, wenn die Gamescom vorbei ist, danach gibt es dann noch Aftershow-Partys, Sony und... Hast du nicht gesehen, was für Aftershows-Party, ob wir da sein werden, weiß ich noch nicht. Wir werden wahrscheinlich sogar danach allgemein in der Kölner Innenstadt, vielleicht in Düsseldorfer Innenstadt sein, ein bisschen trinken mit ein paar Leuten, mit Zuschauern, mit random Leuten, mit anderen YouTubern. Mal gucken. Deswegen, Leute, Gamescom, seid dabei. Genießt das schöne Wetter. Ich zeige euch noch einmal den Überblick. Ich kann mal hier hochgehen. Das ist der Überblick, Leute. Hier stehe ich. Extrem geiles Wetter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.